Zwischenmenschliche Beziehungen bilden das Fundament jedes interkulturellen Zusammenlebens. Das gegenseitige Verständnis verschiedener Länder führt zu kulturellem Austausch und zur Bereicherung der Menschen, die dort leben. Und genau dieses Zusammenleben in der heutigen globalisierten Welt hilft den Menschen in verschiedenen Regionen, ein intellektuelles, wirtschaftliches und wissenschaftliches Miteinander zu führen. Vor allem, wenn es sich um zwei grundlegend verschiedene Kulturen handelt: Indien und Deutschland. Indien ist für mich ein Land mit sehr viel Tradition. Ich denke natürlich an bunte Kleidung, an Frauen in Saris, auch sehr viel Schmuck getragen wird, was wir hier so gar nicht kennen. Something that comes to my mind is the German Wall or the Berlin Wall and also the technology that Germans use in their automobile industry. Das sind für mich zwei Gegensätze, die natürlich untrennbar auch mit dem Namen zum Beispiel Mahatma Gandhi verbunden sind. A nice place. With the people with good culture. Wenn ich an Indien denke, muss ich sofort an Essen und Trinken denken. Besonders das Essen hat mir sehr gut geschmeckt und die vielen Sorten von Bananen sind genial. Also ich heiße Katharina Wetzel und wenn ich an Indien denke, denke ich an Frauen mit bunten Punkten auf der Stirn. Jetzt Regal. Klipp und klar aufhören, Frauen zu vergewaltigen und die Frau als Person anerkennen. In diesem Film zeigen wir, wie so eine Beziehung durch viel Engagement und Bereitschaft zustande kommen kann und den Horizont der Menschen erweitern kann. Die erste Gemeinsamkeit der beiden Städte ist vielleicht etwas überraschend. Sowohl in Kaiserslautern als auch in Trivandrum fangen die Autokennzeichen mit KL an. Auch Fußball spielt eine bedeutende Rolle in beiden Städten. Obwohl Indiens Herz für Cricket schlägt, ist in Kerala ein großes Interesse für Fußball vorhanden. Genau wie in der Fußballstadt Kaiserslautern. Darüber hinaus könnte man annehmen, dass Kaiserslautern und Trivandrum nicht viele Gemeinsamkeiten haben. Doch als die Schüler der Christ Nagar International School in Trivandrum im Rahmen eines Schüleraustauschs nach Kaiserslautern reisten, konnten sie sich selbst davon ein Bild machen. Dieses Projekt sollte die IT-Revolution und ihren Einfluss auf die Gesellschaft für die Schüler deutlich machen. Durch die Initiative des Goethe-Instituts in Indien und der Robert-Bosch-Stiftung wurde dieser Austausch ermöglicht. Bei ihrem Aufenthalt in Deutschland wohnten die Schüler aus Trivandrum bei deutschen Gastfamilien, was das Knüpfen von Freundschaften ermöglichte. Also wir haben versucht, es, sagen wir, relativ einfach für ihn zu machen. Also das heißt, wir haben ihm relativ viel Freiraum gegeben und so weiter. Eigentlich hat es ganz gut funktioniert. Die einzige Sache war, und das sozusagen relativ unsportlich. Und das hat halt irgendwie nicht so zu meinem Lebensstil gepasst. Was ich besonders in Erinnerung habe von unserem Austauschschüler, ist, dass er sehr höflich war und auch sehr zurückhaltend, dass man manchmal fünfmal nachfragen musste, ob er nicht vielleicht doch Durst hat und ein Glas Wasser haben möchte oder ähnliches. Das hat sich aber im Laufe der Zeit dann geändert. Nachher ist er aufgetaut und auch ein bisschen freier geworden, hat selber gesagt, was er haben möchte oder was er gerne machen würde. Obwohl die Umgebung, die Sitten, das Essen und nicht zuletzt das Klima so verschieden waren, konnten die Schüler einige Parallelen zwischen ihren Kulturen ausmachen. Also was mich wirklich überrascht hat, ist, dass wir, obwohl wir eigentlich so total weit auseinander wohnen, ziemlich viele Gemeinsamkeiten haben. Also Musikgeschmack, Fernsehserien. Alles, was wir halt lieben, lieben die auch. Und das fand ich ziemlich cool, obwohl die eigentlich 8000 Kilometer weg wohnen, dass das so überall gleich ist. My experience
expectations and views were almost similar, and there wasn't much change. I thought there might be a lot of changes between our behavior and their behavior, but it was almost similar. Die IT-Branche als Bindeglied zwischen zwei Kulturen ist auch für die aufgeschlossenen Schüler attraktiv für eine berufliche Zukunft. Compared to like most of the other cities, I think Kaiserslautern is pretty small, but it still is impacted by IT quite a lot. Before the project, we were thinking about IT as like a boring and, you know, the usual mainstream working in front of a computer for 8 hours and then go back home kind of a job. But it really has changed the picture, and it's eye-opening. The other important thing is the kind of role that Germany has, either within Europe or in the area of technology, and for students to understand the way the German people think, the way the German people solve problems. This is something which will be very good for students from India. Obwohl der Zweite Weltkrieg schwere Folgen hinterlassen hat, wurde Kaiserslautern durch den starken Willen der Deutschen und durch das Erkennen eines neuen Industriezweiges wieder aufgebaut. Wir haben erkannt, dass die wirtschaftliche Entwicklung von Kaiserslautern nur über internationale Netzwerke funktionieren kann. Wir brauchen internationale Partner für die technologische Entwicklung in Kaiserslautern. Wir sitzen auf technologische Entwicklung. Und da hat sich Indien als, ich sage mal, Premium-Partner angeboten. Indien hat eine unglaublich sich entwickelnde Wirtschaft. In Indien ist eine besondere Begabung vorhanden für Mathematik und IT. Und in Indien gibt es, das haben wir erfahren, eine Affinität für die europäische Kultur und eine unglaubliche Bereitschaft zu kooperieren. So erkannte die Stadtverwaltung das Potenzial der Informationstechnologie und den großen Beitrag, den internationale Unternehmen leisten. I was really nervous when I first came here as an intern. Now I realize that here it's okay to make mistakes, because mistakes lead you to learning. But in India I was quite afraid of making mistakes, because we get a few opportunities and mistakes can cost you those opportunities. Nicht nur Menschen aus der pfälzischen Region, sondern auch internationalen Arbeitskräften stehen heute die Türen des regionalen PAE-Parks offen, wo mehrere IT-Unternehmen angesiedelt sind. An der Universität gefällt mir hier auch besonders gut eben das ganze Familiäre. Also es gibt relativ wenige Studenten mit dementsprechend kleinen Seminargruppen und somit ein direkter Austausch mit Dozenten und anderen Studierenden und gute Diskussionsrunden. Eine wichtige Rolle spielt hier die renommierte Technische Universität von Kaiserslautern, an der zahlreiche internationale Studenten hochkarätige Studiengänge absolvieren. I came to Kaiserslautern because it has lots of research centers and lots of opportunities in the academic field, and I really like the thesis topic I'm pursuing here at German Artificial Intelligence Research Center. Fraunhofer Jese macht es für indische Studenten interessant, hier in Kaiserslautern zu studieren. Wir bieten Schnupperkurse, Internships an, aber auf der anderen Seite, auch wenn sich indische Studenten entscheiden, hier zu studieren, entweder Informatik, Elektrotechnik oder Commercial Vehicle Technology, dann können sie hier über Arbeitsverträge, Mitarbeiterschaften beim Fraunhofer Jese ihren Unterhalt sichern und das Studium noch interessanter machen. Ja, als IT-Unternehmen suchen wir natürlich konstant den Austausch zu anderen Regionen, zu anderen Kompetenzen. Indien setzt Maßstäbe im Bereich IT, und ich finde es fantastisch, jungen Schülern diese Perspektive im IT-Bereich nahebringen zu können.
Die Schüler des Hohen Staufen-Gymnasiums in Kaiserslautern assoziierten Indien hauptsächlich mit scharfem Essen, Mahatma Gandhi oder den prachtvollen, farbenfrohen Saris, die die Frauen hier üblicherweise tragen. Durch ihre indischen Freunde erfuhren sie jedoch weit mehr über die indische Kultur und waren erstaunt, dass Trivandrum, genau wie Kaiserslautern, ein reiches Kulturerbe ist. Also wenn ich nach Indien fliege, dann ich erwarte ein sehr interessantes Land. Also es ist wahrscheinlich relativ chaotisch, so nach dem, was ich gehört habe. Und das Essen ist wahrscheinlich ist anders. Ich denke, ich werde wieder zu Saifi fliegen. Vielleicht ein bisschen europäischere Küche oder nicht ganz so scharf. Aber ich will auf jeden Fall mindestens einmal halt richtiges scharfes indisches Essen probieren. Weil, das gehört ja irgendwie dazu. Die Motivation und die Vorfreude auf die Reise war sehr groß. Nicht zuletzt wegen des starken Interesses am Gesundheits- und Bildungssystem der lauterer Schüler im Entwicklungsland Indien. Im Januar fliege ich nach Indien und da werde und will ich meine Freunde treffen. Indien willkommen! Ich habe noch nie ein Land erlebt mit so vielen Gegensätzen im wirtschaftlichen Bereich, im kulturellen Bereich. Aber ich habe auch noch nie ein Land erlebt, wo die Menschen so offen und freundlich mit Gästen umgehen. Die Gastfreundschaft ist atemberaubend. Mit gewohntem und traditionellem Charme begrüßten die Schüler aus Trivandrum ihre deutschen Freunde. Umgeben von Girlanden, Händeschütteln und anderen freundlichen Gesten präsentierten die indischen Schüler den deutschen Gästen die traditionellen Tänze Keralas. Mit aller Liebe und Respekt wurden die Schüler aus Kaiserslautern in Trivandrum aufgenommen und ohne jegliche Hemmungen haben die Schüler feste Freundschaften geschlossen. It's really nice here. First of all, I really love this family because they are so nice to me. I'm really enjoying having this child. She's just like, you know, my child, and it's only as though a niece has come home and we are spending time together. She came straight into my arms when she came here. Die lauterer Schüler sind eingetaucht in die einzigartige Welt von Kerala, dem satten Grün der Kokospalmen und den endlosen Backwaters, die sich durch das ganze Land schlängeln. Durch die Gastfreundlichkeit der Keraliten haben sie sich schnell wie zu Hause gefühlt. Ich finde, Indien ist noch viel schöner, als ich es mir vorgestellt habe, weil die Farben sind einfach so grell und man kann sich das eigentlich zu Hause gar nicht vorstellen, dass es so viele Farben geben kann in einem Land. Und dann diese Unterschiede sind einfach zur Kultur, die kulturellen Unterschiede, das kann man sich wirklich zu Hause gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall, einmal wie wir hier begrüßt worden sind, das war einfach so komplett anders zu Deutschland. Wir hatten eine relativ kleine Begrüßung, wie willkommen wir hier sind. Also am ersten Tag direkt in der Schule, wir wurden von der ganzen Schule empfangen und wurden dann einzeln vorgerufen und wurden begrüßt und es war wirklich eine Erfahrung, die wir sonst nie hatten. Und auf jeden Fall einmal diese Lebensfreude und dieses Engagement, auch was andere Leute angeht, auch. Diese Disziplin innerhalb der Schule, das ist was ganz anderes, als wir in Deutschland gewöhnt sind. Genau, also für mich ist es unglaublich interessant, mit so einer Kultur zu erfahren, sich auszutauschen.
wir merken, wir haben ziemlich viele Gemeinsamkeiten, auch Unterschiede. Und ich denke, es ist wichtig für uns schon als in der Jugend jetzt damit Kontakt zu haben, und es wird uns im späteren Leben auch sehr viel bringen. Wenn wir dann im Geschäftsleben oder so damit Beziehungen, internationale Beziehungen aufbauen und viel Verständnis füreinander zeigen können und uns so vielleicht auch internationale Ebene besser bewegen können. Das ist ein sehr wichtiges Projekt in vielerlei Hinsicht. Auf der einen Seite ist es ein Projekt, das Kulturen näher bringt, Kulturen, die eher ungewöhnlich sind, in unserem schulischen Zusammenhang ein Treffen zu machen. Ja, ich würde schon sagen, dass es mir geholfen hat, das Bild zu verändern, weil eigentlich so das, was ich mitbekommen habe, ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt, dass die Frauen wirklich unter der Hand gehalten werden. Und eigentlich haben zum Teil auch die Frauen wirklich das Sagen in der Familie. Und sie organisieren alles. Und ich hatte jetzt wirklich auch in meiner Gastfamilie oder so, in meinem Umfeld, wo ich eben war, hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass eben die Männer die Frauen schlechter behandeln würden. Eher so, dass sie vielleicht sogar manchmal ein bisschen höher gestellt waren. Also in diesem Fall würde ich einfach sagen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass dieses Vorurteil einfach nicht stimmt, dass man das einfach nicht übertragen kann auf jeden einzelnen Fall, und dass ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass auch eine hohe Wertschätzung gegenüber den Frauen eben da ist. Die Schüler hatten die Möglichkeit, einen Blick in den Technopark zu werfen. Dieser beherbergt zahlreiche Unternehmen, die IT-Dienstleistungen auf höchstem Niveau für global agierende Kunden anbieten. Kaiserslautern und Trivandrum haben erreicht, was jedes Eck unserer Welt erreichen kann. Jedes Land mit engagierten Lehrern und aufgeschlossenen Schülern kann solch einen Austausch ermöglichen. Schulkooperationen sind generell wichtig für junge Menschen, um ihr kulturelles Weltbild zu gründen, aber auch um Offenheit zu erzeugen in unseren jungen Menschen und auch zu zeigen, dass die Welt kleiner wird, dass die Welt aufeinander zugeht. So sind es vor allem die Kinder, die Jugendlichen, die jungen Menschen, die wir damit einbeziehen wollen. Umso wichtiger ist diese Partnerschaft zwischen den Schulen, die zustande gekommen ist, denn schließlich sind die jungen Menschen, die Kinder, unsere Zukunft. Auch diese Zukunft in die Partnerschaft. Die Schüler können so ihre Talente und Fähigkeiten auch über die Grenzen ihres eigenen Landes heraus erkunden, andere Kulturen und deren Sitten kennenlernen und dieses Erfahrungsgut als eine tragende Säule für eine gemeinsame und gegenseitig respektierende Zukunft nutzen. The mixing of cultures, the interaction between cultures, is something which will be very beneficial for these students, not just now, but later on when they take on professions once they grow up. Wie hier das Beispiel von Trivandrum und Kaiserslautern zeigt, führt der Austausch dieser zwei verschiedenen Länder zu einem gegenseitigen Verständnis und fördert auf diese Art und Weise ein besseres Weltbild. Anytime I go to Germany, I can always come and stay with her. Bezaubert von der Schönheit Keralas waren die Deutschen sehr aufgeschlossen für eine zukünftige Zusammenarbeit im Wirtschafts- und Kulturwesen. Den Menschen aus Kerala wiederum bietet Kaiserslautern interessante Weiterbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten. In this context, I think we should all be very happy that the Goethe Institute and the Robert Bosch Foundation are supporting such a program for the last few years. And I think it is a commitment of the Goethe Institute and the commitment of a large corporate like Robert Bosch, which makes such programs possible. Ich glaube, es ist so, dass nur solche Projekte dieses Ziel erreichen können. Denn heute geht es nicht mehr um die Beziehungen zwischen Staaten, zwischen Regierungen. Es geht um die Beziehungen zwischen Zivilgesellschaften. Das bedeutet, es geht um ganz konkrete Projekte, die auch junge Menschen involvieren. Und ich glaube, so eine konkrete Zusammenarbeit
an einem bestimmten Projekt, das hat eigentlich das wirkliche Veränderungspotenzial. Der Schüleraustausch war ein interessanter Lernungsprozess für beide Seiten. Und dies hat dazu beigetragen, dass die Verständigung zwischen unseren beiden Ländern und Völkern vertieft und verbessert wird. Der Mehrwert bei Schüleraustauschprogrammen und Schülerbegegnungsprogrammen und dem deutsch-indischen Klassenzimmer, wie unser Kooperationsprojekt mit der Robert-Bosch-Stiftung heißt, der Mehrwert liegt darin, dass die interkulturelle Begegnung organisiert wird. Und den Mehrwert, den sehen wir darin, dass die Inhalte des Austauschs auf diese Weise vorstrukturiert sind. Die Erfahrung zeigt, dass Schüleraustausch ohne die pädagogische Organisation der Inhalte nicht so erfolgreich verläuft. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir das deutsch-indische Klassenzimmer haben, weil, wie gesagt, Inhalte und Themen sehr gut vororganisiert sind. An diesem Beispiel erkennt man, welche bedeutungsvolle Auswirkung ein Schulpartnerschaftsprojekt ungeachtet der geografischen Distanzen und der Kultur- und Sprachunterschiede für uns ins Leben rufen kann.